Hallihallo, meine Krieger-Clownies und herzlich willkommen zurück zu God of War. Gibt es eine Geschichte zu den Riesen? Wir müssen jetzt... Na klar, wir haben so viel über Frostriesen geredet, da wird es langsam Zeit, dass wir zu dem feurigsten Riesen von allen kommen. Damals, als Ymir aus Ginnungagap hervorging, war es Sutt, der ihm folgte. Er kam aus Muspelheim, der Feuerwelt, und brachte Wärme in den jungfräulichen Kosmos, indem er aus seiner urzeitlichen Flamme die Sonne schuf. Aber kommen wir jetzt zu dem Feuerschwert, ja? Surtr der Tapfere schmiedete sein Feuerschwert zu einem einzigen Zweck, um Asgard niederzubrennen, wenn Ragnarök schließlich beginnt. Er ist dazu auserkoren, durch Thor oder Odin zu sterben. Doch dabei wird er den Schlag ausführen, der ihre Welt in Schutt und Asche legt. Und aus dieser Zerstörung kann die Welt neu geboren werden. Bis dahin wartet er in Muspelheim, schläft niemals, sondern wetzt seine Flammenklinge. Der tapfere, edelmütige Sutr, der weiß, dass ihn nichts als sein Ende erwartet. All das, weil er sich dazu entschied, einem großen Kreislauf zu dienen, so viel größer als er selbst. Wenn du wahrhaft deine Bestimmung akzeptierst und die erforderliche Geduld und Opferbereitschaft aufbringst, wird dein Tag kommen. Glaubst du, wir erleben das, wenn der Tag kommt? Ich habe genug Kriege zwischen den Göttern gesehen. Aber du, kleiner Mutter, wer weiß? Also hier sind wir schon mal falsch, dass der Nordre kam. Hier waren wir schon mal. Wo war denn das andere Ding? Wo war das andere Teil? Ah, hier unten. So. Hier hinten rein war es, genau. Okay, okay. Die Königsgrotte, genau. Super. Da sind wir ja. Supi. Das muss der Stein dafür sein, genau. Sehr nice. So. Das Animation. Hacksilber. Da müssen wir auf unsere Schwerter wechseln. Und hier runter. Zack. Wiese. Hier. Das ganze Hack selber erstmal mitgenommen wieder. Hier geht's wieder hoch. Ah, da ist nochmal eine schöne Blutscheibe hier. Guck mal hier. Junge. Da steht: Ruhm sei Mozumir, dem Zwergenkönig. Möge er lange, ruhmreich und friedvoll herrschen. Subi. Seid gegrüßt und willkommen. Ich will sicher gehen, dass ihr euch nur gut vorbereitet weiter vorwagt. Dort sind jede Menge Überreste von den üblen Praktiken des verrückten Zwergenkönigs. Welche Art Praktiken? Oh, verschiedene Opferungen. Dunkle Beschwörungen, Blutmagie und so weiter. Leider ziemlich verbreitet unter den Zwergen von damals. Die alten Gewohnheiten. Alles klar, okay. Wow. Da! Noch ein Drache! Ich sehe ihn, Junge.
angekettet. Ich hoffe, wir finden die Bindungsschreine. Dieser Ort ist riesig. Ah, da hinten. Mach dich bereit, Junge! Ich hasse sie so sehr. Komm, zauber deinen Scheiß. Komm her. Oh, zack. Weg mit dir. Was ist mit dir? Hä? Kommst du nicht hier, mein Freund? Kiste. Es ist vorbei. Sich verarschen. Oh Gott. Oh Scheiße. Du Arschgeiger. Vogel. Tschüss. Zack, her damit. Oh, hi. Aua, Alter. Irgendwann ist er mal gut. Ah, stimmt, ja. Fail von mir. Hör mit. Und du komm her. Oh, weg. Super. Läuft durch. Erstmal wieder heilen ein bisschen. Wenn der Zwergenkönig mehr als einen Drachen gefangen hat, muss er sie für diese legendäre Rüstung gebraucht haben. Interessanter Gedanke. Und er ergibt Sinn. Fast alles an Drachen ist nützlich und enthält Macht. Zähne, Schuppen, sogar Exkremente. Komm her. Scheiße, ist wichtig. Ja, Kleiner. Extrem mächtig. Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Wo ist er denn? Ach so, da oben, okay. Sehr schön. Nächstes Türchen hier. Subi. Okay. Irgendwann ist auch mal gut, ne? So. Sehr schön. Sehr gut. Läuft doch. Wo ist denn der? Steht denn der Vogel? Ach, da oben. Mit dir. Ah. Beeindruckende Eingangstür. Diese Materialien müssen etwas Besonderes sein. Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. Aber wenn Brock und Sindri sie gemeinsam herstellen, bis sie den Aufwand sei der König. Werden, vertraust du nicht wenigstens ihn? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh.
Okay. Hoppala. Was haben wir denn hier? Ein Wraithstone. Zack. Auch ihr schon wieder. Boah, ich hasse euch. Und hinüber mit dir. Ey, super. Läuft ja besser, als ich gedacht habe. So. So, hier füllt uns ein Stein. Hier füllt uns der Lichtstein da vorne. Klasse. Sei bereit. Bin noch nicht so weit. Ah, noch einer von denen. Der lässt klar die Flakkanone raus hier, Lunge. Oh, mir ein Stone. Ah, gib mir einen Stone. Jawohl. Komm her. Zack. Oh, scheiße. Was tut er denn da? Was macht er denn da? Aua. Ist aber mal gut hier. Unsere Gegner sind stark. Zauber. Was haben wir hier denn alles Schönes? Schöne Sachen. So. Wunderbar. Symbol der Wahrheit. Lass uns mal gucken hier. Und da drüben steckt's. Okay, dann müssen wir uns jetzt also sputen. Ja, damit. Check. Hier rüber. Warte mal. Nee, klappt nicht. Junge, rutsch mal. So. Schnell. Das ist viel zu knapp. Wie willst du denn das machen? Das ist viel zu knapp. Gerade überlegen. Wie du das am dürfsten machen könntest.
So. Ja, alles viel zu knapp. Alles viel zu scheiße knapp. Von hier oben. Es geht noch von der Seite aus, oder was? Ach, scheiß die Wandern. So. Es wird nichts. Fuck. Wie stellen die sich denn das jetzt hier bitte vor? Du kannst ja nicht mal... drinnen. Wie willst du das machen? Atreus, komm her. Ich habe eine Idee. Gib mal den her. Vielleicht funktioniert das jetzt so. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, weil es viel zu tricky die ganze Zeit. Irgendwie war mir das klar. Kaum wenn du irgendwas tragen willst, kommen Wölfe. Komm her, du auch. Danke. So. Ja, damit. Und weiter geht's. Da hinten kommt er nämlich rein. Da können wir jetzt mal gucken, ob das dafür passt. Oh, da ist... Wollt ihr mich verarschen? Komm her. Wo bist du? Komm her. Aua, Alter. Jetzt hör auf mich zu hauen, ey. Maul hier! Hä? Fällt dir nicht, hä? Was ist mit dir? Du auch? Oder was? Weg! Okay. So, nochmal, den Stein. Gut gemacht! Zack. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, dass es nicht anders funktionieren kann. Da ist die Zeit viel zu knapp für. Was mache ich denn? So, jetzt nochmal hoch. Hier rein. Wunderbar. Jetzt von der anderen Seite. Den Wind snacken. Hier durch. Und hier rein im Wind. Sehr schön, sag ich doch. Anders da ging's nicht. So, dann haben wir dann. Müssen wir jetzt hier hoch. Okay. Da ist noch ein Stein. Stein Nummer 2. Das hier ist noch größer als Veidirgar. Ja, der Einfluss des Zwergenkönigs war enorm. Was ihm wohl zugestoßen ist? Das ist ein großes Rätsel. Selbst unter den Söhnen Ivaldis. Mozugnirs Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Die Dvekradikr, die gleiche Rüstung, auf deren Suche ihr euch befindet. Zwei Zutaten konnte er finden. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn.
Okay. Schauen wir einfach mal. So. Jetzt müssen wir das kalt stellen. Dann die Axt rein. Den Schlüsselstein hier rein. Zack. Dann das nochmal weg. Oh, Alter. Mehr. So, zu dir. Hallo, Alter, du sollst mich nicht schlagen. Boah, Alter. Hör auf, mich zu schlagen. Mann. Oh, jetzt willst du mich aber verarschen, oder? Boah, ich mit meinen Fäusten kalt. Zack, wunderbar, soll ich doch geklappt. Und hier ist noch einer. Und hier sind noch mehr. Okay, ich wechsle mal kurz die Waffe. Und zack. Zack. Oh, hallo, großer Mann mit dem Hammer. So, komm her. Jetzt ist aber auch mal gut. Auf Wiedersehen. Und auch tot. Super. Die Gegner hier sind stark. Pass also gut auf. So, das haben wir festgefroren. War hier sonst irgendwas? Konnten wir hier noch irgendwas erledigen? Da wollte ich jetzt mal eigentlich nur gucken. Nee, hier gibt's nichts mehr, okay. Gut, alles klar. Wenn hier nichts mehr zu erledigen ist, dann können wir jetzt schon auf die nächste Seite mal hüpfen. So. Dann können wir mal die Axt auch da raus switchen. Raus damit. Zack. Und hier rüber. Du kommst weg. Das kann man nur von der anderen Seite hochheben. Und hier rüber. Ja, ja, ist auch gut. Och nö. Hilfe. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Alter. Ich sehe nichts. Das ist auch echt gut. Irgendwann habe ich auch mal die Schnauze voll. Irgendwann echt. Ist auch mal genug. Wow. Ey, das soll ich machen. Willst du mich verarschen? Willst du mich rollen? Du da oben auch. Verreck endlich. Was war das denn jetzt hier? Alter Schwede.
Huppa. Hopp. Ich brauche echt Life. Fester Stahl. Runter mit der Kette. Da ist noch ein bisschen Leid für mich. Okay. Jo. Müssen wir jetzt hier hinter. Da ist er. Oder sie? Das Männchen oder Weibchen? Ich weiß es nicht. Man kann es herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Ist auch egal. Regensfeuer. Oh Gott. Ah. Oh, ich bin vergiftet. Oh, ich kann die Tür nicht aufmachen. Komm her. Und hat sie Wurm. Wer schießt denn da immer noch auf mich die ganze Zeit? Da oben. Oh Gott, Alter. Irgendwann ist auch mal gut. Komm her. Und zack, zack, zack. Dann los. Mehr Tatze wurm. Hilfsbereiter sein, jetzt wo er sieht, dass wir ihn befreien. So, alles klar. Tor auf hier. Alles offen. Okay, was braucht man noch? Ach, guck an. Da und da. Wo ist das andere? Und da oben. Okay. Und da drüben. Auf die Tür. Schön. Gut, dann mal los. Noch einer. Betäuben. Gegner
kommst auch her. Und zack. Weg. Sag mir wann. So, pass mal auf. Die Tür kann man aufmachen. Die wird mal aufreißen. So. Zack. Hoch. Und du bleibst drinne. So, aber wir müssen nochmal fix davor. Weil der Drache braucht ja auch noch Hilfe. So. Auf mit dir! Müssen wir jetzt hier hoch? Oder? Jo. So, hier sind wir oben. Und nö? Passiert nichts, oder was? Okay. Dann halt nicht. Dann jetzt hier rüber. Zack. Ein noch. Fresst sie gerne. Ja, es kommt mir immer noch richtig vor. Eine noch. Da oben. Oder? Ach nee. Das ist das Hauptding. Nee. So, einen brauchen wir auf jeden Fall noch. Wo ist der? Ah, da-dam, da-dam. Okay. Dadurch. So. Okay. Zack. Hier. Junge. Atreus, les. Atreus, les. Noch eine Markierung. So, dann müssen wir hier rüber. So, mein Eider lacht noch was. Rage. Och, nö. Och, nö. Wo seid ihr denn? Hier. Komm her. Katzenwurm. Weg. Wow. Wir haben das Bild. Ich sehe nichts. Gott. Das ist auch mal gut. Bah. Alter! Hey, nein, du. Was ist das denn? Was geht denn hier ab? Komme! Auf geht's! Irgendwann ist auch mal gut, ne? Was ist denn? Ah, dieses Arschloch. Feuer,
Jetzt schnell durch seine scheiß Schattenscheiße. Jetzt. Irgendwann ist es auch echt mal gut mit euch, ohne Witz. Komm, letzten Stein her. So. Warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung so dringend? Was ist besonders an ihm? Um die Dweggradiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Das zahlt sich selber aus. Schuppen der Mächtigen, Gefahr von oben. So, alle Drachen befreit, haben wir auch geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dann bis zur nächsten Folge. Und tschüss.